Winnetou ist zurück auf der Leinwand und sorgt für hitzige Diskussionen. Kritische Stimmen sagen, der deutsche Kinderfilm bediene das rassistische Zerrbild vom edlen Wilden. Dunkle Langhaarperücken und rötliches Make-up für weiße Darsteller. Einige sehen darin kulturelle Aneignung. Der Karl-May-Stoff schüre kolonialistische Vorurteile, so der Vorwurf. Viel Kritik gab es auch an den beiden Kinderbüchern zum Film. Der Ravensburger Verlag hat sie deshalb zurückgezogen, mit folgender Begründung. Angesichts der geschichtlichen Wirklichkeit der Unterdrückung der indigenen Bevölkerung wird hier ein romantisierendes Bild mit vielen Klischees gezeichnet. Vor diesem Hintergrund wollen wir als Verlag keine verharmlosenden Klischees wiederholen und verbreiten. Der Verein der Native Americans in Deutschland begrüßt den Schritt. Kritische Kommentare im Netz halten das Ganze für übertrieben, sprechen von Zensur und dem Einknicken vor dem hysterischen Woke-Wahnsinn. Auch diese Ethnologin hält das Winnetou-Buch für unbedenklich. Ich habe nichts dagegen, dass in der Jugendliteratur oder der Kinder- und Jugendliteratur auch unrealistische, fantastische Geschichten erzählt werden. Und in diesem Fall handelt es sich ja genau um so etwas, das heißt um eine glorifizierte, eine geschönte Version des Lebens der indigenen Bevölkerung Nordamerikas. Aus den Kinos wird der Kinderfilm nicht verbannt. Doch auch bei der Jury stieß die Karl-May-Adaption auf geteiltes Echo. Sie verlieh zwar das Prädikat besonders wertvoll, einige Mitglieder nannten den Film aber kitschig und rückwärtsgewandt und in unserer Zeit nicht mehr zulässig. Was will der Sheriff von dir? Kannst du den Gang lassen? Ich will einen Dienst!